Ein dumpfer Schlag. Die PKK-Kämpfer freuen sich. Die US-geführte Koalition bombardiert den IS. Das war die Koalition. Die Koalition. Die Flugzeuge. Okay. Adel, Kurde aus der Türkei, hat viele Jahre in Deutschland gelebt. Jetzt kämpft er im irakischen Sinjar gegen die Terrormiliz IS. Adel gehört zur kurdischen Untergrundorganisation PKK. Schau, das sind Raketenwerfer und das ist ein Bixi. Ich liebe diese Waffe. Warum kann man eine Waffe lieben? Die hilft dir, dich zu verteidigen. Sinjar. Zivilisten leben längst nicht mehr hier. Die Stadt ist ein Schlachtfeld. Die Kurden halten ein Drittel, den Rest beherrscht immer noch der IS. Scharfschützen belauern sich auf beiden Seiten. Bei der PKK kämpfen auch Frauen. Der IS, das sind Feinde der Menschheit, sagt sie. Die bringen Frauen und Kinder um. Ich will so viele wie möglich von denen töten. Aus dem Sinjar-Gebirge hat die PKK den IS schon vertrieben. Doch in der Stadt geht es seit Monaten nicht voran. Es gibt verschiedene Kurdenmilizen, die PKK und die irakischen Peschmerga. Die Peschmerga werden vom Westen unterstützt, können Luftschläge anfordern, die PKK nicht, sagt uns der Kämpfer. Wir warten noch immer darauf, dass es so etwas wie Absprachen gibt zwischen der PKK und den Peschmerga-Kräften. Aber bis jetzt gibt es keinerlei Kooperation. Der Westen hat ein besonderes Problem mit der PKK. Sie gilt in etlichen Staaten als Terrororganisation, auch in Deutschland. Türkische Kampfjets bombardieren PKK-Camps. Die Türkei will unseren Vormarsch gegen den IS bremsen und die Befreiung der Region erschweren, klagt der Kommandant. Die Türkei bombardiert die PKK und unterstützt damit den IS und hilft sie nicht im Kampf gegen die Terrormiliz. Im Wegfahren sehen wir wieder Rauch über Sinjar. Zwei Bomben der internationalen Koalition. Es ist ein seltsamer Krieg. Derselbe Feind hat die verschiedenen Gegner des IS noch längst nicht zu Verbündeten gemacht. Autowracks am Straßenrand liegen geblieben vor einem Jahr, als im Sinjar tausende Jesiden vor dem IS ins Gebirge flohen. Die meisten von ihnen leben noch immer in Flüchtlingslagern. Viele vermissen Familienmitglieder. Viele haben Verwandte sterben sehen. Das Lager liegt nur wenige Kilometer von Sinjar-Stadt entfernt, im Gebirge. Man hört die Bombeneinschläge bis hierher. Sinjar ist unsere Heimat, unsere Seele. Wir können den Sinjar nicht verlassen, denn wir wollen den Staub unseres Landes bewahren. Egal was passiert, wir wollen nicht, dass unser Land an den Feind fällt. Die PKK kümmert sich um die Flüchtlinge und pflanzt dabei ihre politischen Grundbegriffe in die Köpfe und Herzen der Menschen, auch beim Kurdischunterricht für die Frauen. Es ist eine Mischung aus Emanzipationsdebatte und militärischer Grundausbildung. Denn wie man mit einer Waffe umgeht, das lernen die Jesiden auch. Das alles ist wichtig für die kurdische Identität, sagt die Lehrerin. Und ihre Identität als jesidische Frau. Und auch als Frau in der Gesellschaft, damit sie sich zur Wehr setzen kann gegen Angriffe aller Art, seien sie psychologisch oder politisch, damit sie dagegen ankämpfen kann.
Für die meisten Jesiden und nicht nur für die Frauen unter ihnen sind die PKK-Kämpfer schlicht Helden. Die Peschmerga hätten sie nicht beschützt. Sie seien vor dem IS als Erste davongelaufen. Mehr als 60 PKK-Kämpfer sind gestorben, als sie uns damals befreit haben. Die Terrormiliz IS hatte uns ja umzingelt. Ohne die PKK würde es 99% der Jesiden gar nicht mehr geben.